Hure schön zum Dasein. Mega schön, zumal im richtigen Fernsehen kommen, weil dort, wo ich herkomme, ist das Fernsehen wirklich sehr schlecht. Das Lichtständer Fernsehen ist nicht gut, weil wir kopieren einfach so Sendungen aus dem Ausland und machen es dann so ein bisschen lichtständerisch. Und dann haben wir so Shows wie «Ass gegen 5» oder «Wer wird Milliardär?». Ich hätte so gerne mal mitgemacht, bin dann aber bei der 320 Millionen Frage ausgestiegen, weil ich dachte, was will ich jetzt noch machen? Das lange, das ist ein guter Batzen. Das bringt mich, glaube ich, durchs KV. Ich probiere jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Fernsehen schauen, sondern ich will wieder mehr lesen. Ich habe gelesen, dass Lesen mega gut ist. Nein, stimmt nicht ganz. Ich habe ein Hörbuch gehört, dass Lesen gut ist. Okay, ich gebe es zu, ich habe Verfilmung gesehen, dass Lesen gut ist. Nein, ich will wirklich wieder mehr lesen. Aber das Problem ist, ich kann nur so lesen, so in der Ferie. So klassisch, so am Strand, auf dem Liegestuhl und dann mache ich so das Buch offen und lese das Vorwort. Und dann kommt so ein Kellner und gibt mir so etwas zum Trinken. Und dann geht es einen Moment und dann bin ich besoffen, aber ich bin immer noch beim Vorwort und muss aufhören. Und so mache ich das die ganze Woche. Ich lese einfach besoffenes Vorwort. Ich finde, als Kind war es einfacher. Ich finde, so als Kind sind Geschichten anders gesehen. Sie haben kein Vorwort gehabt und eigentlich sind sie so Lektionen. Kasper, jetzt esse ich dir Suppe, weil sonst bist du tot. Hans, schau nicht die ganze Zeit in den Himmel, du Psychopath, weil sonst bist du tot. Peter, jetzt gehst du mal duschen, du kleiner Sauhund, und schnitzt deine Fingernägel, weil sonst musst du mit 30 noch anfangen, Comedy machen oder so. Und es will man nicht für dich. Bei meinem Namen, Moritz, ist ja relativ klar gewesen, was für eine Karriere dass ich einschlage, nämlich Spitzbub. Mittlerweile bin ich ein Spitzenmann, 078, 677, 14, 79. Nein, ich habe natürlich Max und Moritz nachspielen wollen, meine absolute Lieblingsgeschichte. So zwei kleine Terroristen, die einfach ein Dorf komplett abeinander. Und am Schluss werden sie verwischt vom Müller und dann wirft sie so eine Mülle und dann kommen sie unter als Kerne raus und dort steht so ein Gückel und fresst sie auf. Und Moral von der Geschichte ist, mach keinen Scheiß, weil sonst fresst ihr einen Gückel. Und mir ist das egal gewesen, ich hätte es einfach nachspielen wollen und habe dann mit Max gesucht. Haben ihn dann so gefunden, so an der Bushaltestelle. Und dann haben wir sofort angefangen, so Streich zu spielen. Und das Problem ist, der Max hat immer so. Er hat immer so was draufgelegt. Also, wenn ich zum Beispiel beim Bäck so einen Nussgipfel gestohlen habe, hat er so die ganze Bäckerei überfallen. Oder wenn ich so im Sommer so in die Bade brunst, hat er so den Badmeister bumst. Und nicht irgendwie diskret so in der Kabine oder so. Nein, Mittwochnachmittag auf dem 3-Meter-Brett. Ihr hättet ihn aber sehen sollen, der Badmeister, so gut gelohnt, hat man noch nie gesehen. Wir haben alles machen dürfen. Auf der Seite einhinkumpen, Stau in der Rutschbe. Gratisklasse hat es gegeben. Ich dann wegen diesen Streich ins Kinderheim müssen. Und oder Max ist in eine Art heimgekommen, muss dazu sagen, er ist schon lange erwachsen gewesen. Er ist ins Gefängnis gekommen. 10 Jahre wegen Badmeisterbumsen haben sie ihm gegeben. Er ist aber nicht lange im Gefängnis geblieben, weil der Max hat seinen Ausbruch geplant gehabt und eines Nachts ist es so weit gewesen. Die Sirene ist losgegangen, man hat es im ganzen Land gehört und die Polizei hat ihn sofort angefangen. Ja, also Polizei im Lichtstein ist natürlich übertrieben. Der eine Polizist, den wir haben, ist ihm nachgesprungen zum grossen Showdown auf der Schlosswiese. Und ich komme so dazu und sage so, der Max, wenn er einfach so an der Klippe steht und so springen will. Und ich komme so von hinten und schreie so, Max, spring nicht, Mann! Und er dreht sich nur so zu mir um und sagt so, Moritz, ich mach das für uns. Ich bring das jetzt fertig und springt ahi und landet per Zufall ihre Mülli, kommt unter als Kern raus und dann hat er einen Gückel gefressen. So von ihm her, liebe Kinder, merkt euch, meine Telefonnummer ist 078. 677, 1479, merci. Hey, wenn ihr mir anrufen wollt, aber zuerst noch ein paar Sachen mehr über mich lernen wollt, dann schaut doch die Videos an.